klar. Okay, ich fahre jetzt durch die Wäsche. Alles klar. Bis gleich. Gleich. Ja, ist halbwegs gerade, würde ich sagen. Ich hab gedacht, so. So, ich glaube, das können wir so lassen. Antennen habe ich ja nicht, wa? Also. So. Führen Sie Ihre Karte oder geben Sie Ihren Code ein? Was muss ich denn jetzt machen? Hier bestimmt, oder? Ach nee, Karte. Alles klar, verstehe. Code. 30. 3. Null. 0. 1. 4. 8. 7. 7. 6. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Fenster geschlossen, so. Ihre Seitenspiegel angeklappt und Ihre Antenne eingefahren ist, bevor Sie Start drücken. Antenne. Vielen Dank. Okay. Der Code ist übrigens nicht zur Wiederverwendung geeignet. Und Start. Bestätigen. Oder muss ich hier? Start. Ja. Lotus Wash the best, ja? Jetzt, ja. Es ist die beste vom Besten. Weil neben Gender Fluid bin ich auch... Ich glaube, wir müssen raus, bevor wir eigentlich... Gibt es eigentlich eine Bright Flag für Angeber? Für mich bitte immer nur das Beste vom Besten. Da ist er. Mein BMW ist für mich das Beste vom Besten, obwohl der natürlich nichts wert ist, ist mir auch klar. Ne? Aber I love this thing, weil mit denen, also mit dieser Linie, mit dieser Reihe, 3er BMW-Reihe E46, bin ich ja im Grunde fast meine gesamte Puffzeit gefahren. Also verschiedenste Modelle, von Cabrio, Sportcoupé etc. Ich liebe es einfach. Und da bin ich auch ein bisschen drauf hängen geblieben. Ne? Deshalb, I love mein BMW. Ist auch nicht mein Auto. Oder sag mal, wo habe ich mein Auto gepackt, sondern wo habe ich mein BMW gepackt und ich muss mein BMW waschen. Ne? Dass ihr das schon mal wisst. So. Aber oioioi, geht hier nicht das Tor runter? Okay, ich glaube, die Lotuswäsche dauert jetzt so 2 bis 3 Stunden, oder? Oh Gott, ist das laut. So fucking laut. Ja, da können wir ja hier ein bisschen uns unterhalten. Und ich muss schon wieder die Nase putzen. Boom. Ah, ja. Ah. Weil ich Allergie aller R. Ich habe doch vorhin in Folge 8 von Staffel 2 die erste Folge. Es ist auch laut. Wollen wir uns auf die Wiese? Oder einmal rum? Einmal rum? Wir laufen einmal rum und holen den eh von vorne raus, oder? Ja. Dein Kaffee? Soll ich den holen? Eigentlich von einem Fremden der Kaffee, aber. Ja. So. Ja. Ich und die Homosexualität. Also, das war ein langer Prozess, ja? Möchte ich mal sagen. Also, Mensch, sind da so viele Menschen. Wieso? Irgendwie, ne? Aber wer kommt denn noch auf die Idee, auf einen Samstagnachmittag auf einer deutschen Tankstelle ungestört sein Auto waschen zu wollen und dabei noch ein ungestörtes Interview zu geben? Na klar, wir, nur wir. Also, das ist auch zu laut, wenn wir da ums Eck gehen. Dann bleiben wir jetzt hier. Da? Ah, gucke! Oh, hier ist herrlich, Paul. Hier ist herrlich. Hier ist richtig schön. Aber bin ich wieder zu dunkel? Perfekt. Und hier ist wie so ein kleines Studio hier. Ne? Herzlich willkommen.
im Studio Berlin an der Tanke. Hoppala. Herzlich willkommen zu Trixis Garage. Genau, der Autotuner. Ich und die Homosexualität, genau. Also, ich habe es mir so sehr verboten, hatte ich schon erwähnt, dass ich sogar entgegen aufkeimender Triebe, die habe ich erstens auch unterdrückt, aber die waren irgendwie auch trotzdem stark und da. So dass ich, wenn ich mich in eine Frau mal verguckt hatte, ich für mich das nicht als Verliebtsein gewertet habe, für mich selber, sondern als, boah, die ist so toll, ich bewundere die so sehr, ich möchte auch wie sie sein. Ne? Es gab mal eine Sonja in meinem Leben, die war so, ich konnte gar nicht mehr denken und ich bin nicht drauf gekommen. Hatte zu der Zeit sogar noch einen Freund. Mit dem Freund habe ich dann Sonja so schmackhaft gemacht, dass ich dachte, warte mal, kann ich es mal weglegen? Ich mache es in die Hosentasche. Dem Freund, dem habe ich es dann so, Sonja so schmackhaft gemacht, ich sage, könnten ja mit der mal einen Dreier machen oder so. Ich schenke dir Sonja vor allen Dingen. Aber Sonja findet dich auch toll und dann könnte man einen Dreier. Und Fakt ist, als wir das dann hatten, ich will da nicht weiter tiefer drauf eingehen, Fakt ist, da habe ich festgestellt, welchen unfassbaren Neid. Keine Eifersucht. Komisch, keine Eifersucht. Aber Neid. Ich war so neidisch auf meinen Freund, den ich für seine Männlichkeit, obwohl er war so ein Checker, er war so Elias Mbarek-Typus. Ja, ich habe den wirklich geliebt. Das war Micha, ne? Falls ich ansehe. Ja, ihr fandet den jetzt nicht so toll, ihr armen Kinderlein, das war euch ein bisschen zu grob alles, aber ich war geflecht von diesem Draufgängerischen, ne? Und ich wollte auch draufgängerisch sein als Typ, was ich ja nicht war, aber ich habe ihn einfach beneidet, dass er, wenn er mit den Fingern geschnipst hat, jedes Mäuschen haben konnte. Ne? Und jetzt dachte ich, na klar, ich kann ja einfach mitmachen, dann bin ich eben auch so. Aber war ich ja nicht. Ich war weiter Mädchen, Frau und hatte jetzt nur ein zweites Mädchen, konnte auch nicht so mit ihr so umgehen, wie ich heute mit Frauen denn eben umgehen würde. Ja, jetzt erfüllend jetzt, ne? Wahrscheinlich. Hörst du das? Was? Ich glaube, musst du den nicht vorfahren zum Föhn? Ich weiß ja gar nicht, wie das. Nein, der föhnt doch da durch. Das ist nicht alles umgebaut. Ach so, das war mal. Früher musstest du vorfahren, bis der geföhnt wird. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so eine Riesenanlage ist. Eigentlich sind wir hergefahren, um richtig Ruhe zu haben. Ist Paul seine Stammtankstelle? Ja. Ja. Ja, Hallöchen, Hallöchen. So hat den Weg gelernt. Ja, genau. Ob das schon Fans sind? Da haben welche gewunken, eine Familie am Straßenrand. Wir sind auf YouTube. Okay. ja, Fakt ist, ich konnte mit noch so vielen Männern noch so viele Dreier machen. Ich blieb auch die Frau, in der Rolle der Frau. Ich konnte nicht auf einmal meine maskuline, was weiß ich, ich glaube, da hätte es einen Platzhirschkampf gegeben. Ne? Also das wollte ich auch nochmal erzählen, wie sehr ich im falschen Leben gesteckt habe. Ja, und wie, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da ansetzen soll, wie gleichzeitig ich diese Rolle und die Figur der Frau immer mehr gepusht habe oder immer mehr perfektioniert habe. Das war das Paradoxum schlechthin. Ich habe das Doppelleben schlechthin geführt. Ich weiß gar nicht, Paul, hattest du irgendwie das mal so wahrgenommen, dass ich zu Hause anders war, als wenn ich losgegangen bin? Ich bin ja immer als Madame, aber zu Hause war ich doch dann eher auch... Das konnte ich damals schlecht einschätzen. Okay, gut. Was ist denn... Ja, die Mutti einmal in der Schürze, ne? Und einmal in Hackenschuhe. Einmal im Jogginganzug, einmal in Hackenschuhe. Ne? Genau. Ja. Ist unser Auto jetzt fertig? Unser Auto ist fertig. Dann hole ich das jetzt mal raus. Willkommen zu Trixis Garage. Ja.
Ich möchte sagen, als ich mir dieses Auto gekauft habe, ich muss das jetzt so erzählen, guckt ihn euch an und habe dann mich da reingesetzt. Da habe ich mich dann auf einmal so fucking männlich gefühlt. Aber nicht, weil ich in die Rolle eines Mannes geschlüpft bin und jetzt auf einmal gerne Fußball spiele. Ich spiele überhaupt nicht gerne Fußball. Ich mag eigentlich nicht viele Dinge, die Männer tun, außer meinetwegen im sexuellen Bereich. Aber ich mag es, dieses Atmosphärische, dieses... Mann, ich liebe es, mich selbst, armer Paul, der treibt schon wieder. Ich denke, da ich warten hab... welche, genau. Achso, da warten welche, ja. Danke. Also gut. Alles Weitere sehen wir in der nächsten Folge. What? Nein, auf jeden Fall. Genau, ich jetzt wieder, der Checker. Also ich liebe es, meine männliche Seite auszuleben. Bis dann, mehr liken, folgen, abonnieren. Naja, wir schon. Und mal auf TikTok vorbeigucken.